Jetzt brauche ich den Gilbert hier. Gilbert? Jawohl. Mahnwache Oldenburg. So, ihr habt es bequem und ich möchte es auch bequem haben. Ja, hallo. Die allerherzlichsten Grüße von der Friedensmannwache Oldenburg. Mein Name ist Gilbert und ich bin hier unterwegs bei Facebook mit dem Namen Goldmann Shaddock, also G-O-L-T-M-A-N-N Shaddock. Bin 52 Jahre jung und ja, und würde mich jetzt wirklich mal freuen, wenn ich alle Friedensaktivisten und Leute, die uns unterstützen, mal bitte, dass die mal alle zu mir kommen und sich hier im Kreis versammeln. Und zwar besonders da, die da so ganz rechts hinten sitzen und es sich da so schön bequem gemacht haben. Ja? Wärt ihr mal so nett und würdet mal unsere gesamte Familie, dass wir das mal alles zusammen sehen? Ja? Kommt mal rüber. Und wir machen die Lautsprecher auch ein bisschen leiser, dass ihr euch nicht die Ohren wegblasen. Ja? Ja. Traut euch ruhig. Auch die von der Orga, bitte. Kommt mal alle nach vorne. Bitte. Seid so nett. Nicht, also wer was machen muss, gerne kann bleiben. Machst es ein bisschen leiser. Wie heißt der noch? Machst es ein bisschen leiser, sonst fliegen dir die Ohren weg. Ja, also ich habe mir einige Gedanken gemacht, welche oder was ich hier, worüber ich hier eine Rede halten möchte. Und da kam mir auf einmal beim Zappen, Chatten, Googlen, Gucken auf einmal eine Rede wieder in den Kopf und dachte, ha, das ist nicht schlecht. So, und die Geschichte ist die, der liebe Lars war ja vor einigen Wochen den Vereinigten Staaten von Amerika und Lars war nicht alleine da. Und zwar war das CIM dabei, das Central Intelligence of Mahnwachen, ja. Und die haben mal das White House mal besucht, und zwar in einer Nachtführung, ohne Führung, und sind dann ins Oval Office gestolpert und gucken so ein bisschen, ne, hat da guten Whisky und diese Sachen, und dann fanden die auf einmal eine Rede. Ja, die haben eine Rede gefunden von Barack Obama, die er aber nicht halten durfte. Ja, und diese Rede habe ich hier in der Hand. So. Und diese Rede ist nach einer Rede von John F. Kennedy aufgesetzt, der am 26. Juni 1963 diese Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin gehalten hat. Und ich habe diese Rede, beziehungsweise Barack natürlich, hat diese Rede abgedatet auf das Jahr 2014. Also wir machen jetzt einen Zeitsprung von 1963 bis auf 2014. Heute, 3.10. Die Rede beginnt. Menschen dieses Landes, ich bin stolz, heute in Ihr Land zu kommen. Als Gast Ihres höchst kriegstreiberischen Staatsoberhauptes Joachim Gauck und der USA-hörigen Bundeskanzlerin Angela Merkel, das in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf für die Freiheit dieses Landes gilt. Wie gesagt, ich bin jetzt sozusagen Barack. Ja? Ich bin stolz, auf diese Reise die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit ihrer von uns abgehörten Bundeskanzlerin besucht zu haben, die während so langer Jahre die Politik Deutschlands und der EU ad absurdum geführt hat. Und das
nach allen Richtlinien der CIA, NSA, der Ex-DDR, der vorgespiegelten Freiheit und des angeblichen Fortschritts. Ich bin stolz darauf, heute in Ihrem Land in der Gesellschaft einiger honoriger amerikanischer Mitbürger gekommen zu sein, die sich gerade in diesem Kuppelsaal verpisst haben. Und zwar, ja, klare Worte aus Amerika. Und zwar Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Hillary Clinton und nicht zu vergessen der ehemalige Chef der NSA. Man nannte ihn auch das wissende Orakel, Keith Alexander. Die hier in der Zeit der schwersten Krise tätig waren, durch dieses Land gegangen sind und die wieder nach Deutschland kommen werden, wenn es notwendig sein sollte. Vor 2000 Jahren war es der stolzeste Satz, der ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist es der stolzeste Satz, den jemand der von mir unterdrückten Welt sagen kann: Ich bin ein Bürger Deutschlands. Ich bin der CIA und der US Army sehr dankbar, dass sie die versteckte Besatzung Deutschlands noch besser durchgeführt haben, als es je andere hätten tun können. Wenn es in der Welt Menschen geben sollten, die nicht verstehen oder nicht zu verstehen vorgeben, worum es heute in der Auseinandersetzung zwischen der echten Freiheit, der echten Demokratie und der angeblichen Freiheit und der angeblichen Demokratie eines besetzten Landes wie Deutschland geht. Wir können Ihnen nur sagen: Gehen Sie zu den Friedensmahnwachen, die in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, in den Teilen der USA und Kanada und unter anderem Namen in ganz Europa und auf der Welt stattfinden. Für Ihre Freiheit, für Ihre Selbstbestimmtheit, für echte Demokratie. Es gibt Menschen, die sagen, der neuen Weltordnung gehört die Zukunft. Sie sollten zu den Friedensmahnwachen gehen. Und es gibt wieder andere auf der Welt, die behaupten, man könne mit machtpolitischen, ressourcengesteuerten und inszenierten Kriegen und Terror, mit gleichgeschalteten Medien, mit der Unterwerfung der Länder dem Diktat der Großkonzerne, Banken und anderen zwielichtigen Gestalten und den beiden größten Geschwüren der Menschheit, dem Schuldgeldsystem und der Pervertierung der Religionen der Welt zusammenzuarbeiten. Sie sollten zu den Friedensmahnwachen gehen. Und es gibt auch einige wenige, die sagen, es treffe zwar zu, dass der Neokapitalismus und dessen Auswüchse ein böses und ein schlechtes System sind, aber es gestattet ihnen, wirtschaftlichen Fortschritt und irdische Reichtümer zu generieren. Und lasst auch sie zu den Friedensmahnwachen gehen. Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir Amerikaner hatten es nie nötig, eine echte Mauer aufzubauen. Nein, wir haben eine psychische Mauer, ein Guantanamo in eure Köpfe durch die gefälschte Geschichte, durch das von uns geprägte Schul- und Bildungssystem, durch die von uns kontrollierten Medien, ob TV, Zeitung, Bücher, durch unsere ständige Überwachung seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland und unserer allgegenwärtigen militärischen Präsenz aufgebaut. Denn nur der Bürger, der nicht merkt, dass er ein Sklave ist, ist ein guter Bürger. Und daher hatten wir es nie nötig, euch daran zu hindern, woanders hinzugehen und die Leute mit Zwang hier zu halten. Das Gefängnis im Kopf ist viel effektiver.
Ich möchte Ihnen im Namen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, die viele tausende Kilometer von Ihnen entfernt leben und unter dem gleichen Joch leben, wie Sie sagen, dass meine amerikanischen Mitbürger stolz, sehr stolz darauf sind, mit Ihnen zusammen, selbst aus der Entfernung, diese unsägliche Geschichte der letzten 60 Jahre Seite an Seite, ein für alle Mal, dorthin befördern, wo sie hingehört, auf den Friedhof. Ich weiß nicht, dass jemals ein Land über 60 Jahre von uns okkupiert wurde und dennoch in ungebrochener Vitalität, mit unerschütterlicher Hoffnung und mit gleicher Stärke und mit gleicher Entschlossenheit wie die Teilnehmer der Friedensmahnwachen seit nunmehr 7 Monaten auftreten gegen alle Widrigkeiten, Woche für Woche, Monat für Monat, für ihre Ziele unerschrocken einzustehen. Diese Gedankenmauer in den Köpfen der Menschen hier ist die abscheulichste und stärkste Demonstration der Perversion der alten Mächte. Die ganze Welt sieht dieses Eingeständnis des Versagens. Wir sind darüber keineswegs glücklich. Denn wie Ihre Bundeskanzlerin gesagt hat, die Mauer in den Köpfen schlägt nicht nur der Geschichte, der Freiheit und der Menschlichkeit ins Gesicht. Durch diese Mauer werden Familien getrennt. Der Mann von der Frau, der Bruder von der Schwester und die Menschen der Länder von anderen Menschen anderer Länder, die in Freiheit, Frieden und Harmonie zusammenleben wollen. Was für Deutschland gilt, gilt für die ganze Welt. Ein echter Friede ohne die volle Souveränität Deutschlands und aller anderen Länder und jedes einzelnen Menschen kann nicht gewährleistet werden, solange jeder Deutsche, jeder Mensch dieser Welt das Grundrecht, souverän und frei leben zu wollen, vorenthalten wird. In über 60 Jahren des angeblichen Friedens und der erzwungenen Verlässlichkeit hat diese Generation der Menschen hier sich das Recht verdient, frei zu sein. Einschließlich des Rechtes, mit allen Menschen in friedvoller Kooperation wiedervereinigt zu werden, in gutem Willen mit jedermann. Sie leben hier auf einer Insel der Täuschung. Und ihr Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden ist fest in ihnen verankert. Deshalb fordere ich Sie zum Schluss auf, den Blick über die Gefahren des Heute hinweg auf die Hoffnung des Morgens zu richten. Über die Freiheit dieses Landes und auf dem Vormarsch der Freiheit ganz Europa und der Welt. Weg von der faktischen Okkupation durch fremde Mächte, hinweg über Mauern, über die Mauern, hinweg über die Mauern in den Köpfen der Menschen, auf den Tag des Friedens mit Gerechtigkeit hinzuarbeiten. Das tun wir Woche für Woche. Die Freiheit ist unteilbar. Und wenn auch nur einer versklavt ist, sei es durch den Neokapitalismus, sei es durch das Schuldgeldsystem, sei es durch eine militärische Macht und sei es durch die Pervertierung der Bedeutung der Religionen, dann sind alle nicht frei. Und wenn der Tag gekommen ist, an dem alle die Freiheit haben und Deutschland, Europa und die Welt wieder vereint sind, dann, wenn dieser Tag gekommen ist, können Sie, die Friedensmahnwachen,
und alle friedliebenden Menschen mit Genugtuung von sich sagen, dass Deutschland und Europa über 60 Jahre die Stirn geboten hat. Und dieses sage ich jetzt persönlich hier als Bürger dieses Landes und Mitglied der Weltgemeinschaft. Alle Menschen, wo immer sie leben mögen, haben ein Recht darauf, in Freiheit zu leben. Deshalb bin ich als Teil der Friedensbewegung stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein freier, souveräner Mensch. Danke. Danke, Gilbert. Und nehmen ganz herzliche Grüße aus Hannover wieder zurück nach Oldenburg.